selber nehmen die Superposition der Makrowelten natürlich leider nicht wahr. Aber es existiert beispielsweise ein Universum, an dem wir gerade genau hier an dieser Stelle unsere Vorlesung abhalten, und ein anderes, in dem Kim vielleicht gerade einen Heiratsantrag von Felix bekommt. Deswegen muss man von Parallelwelten ausgehen. Und wenn es nun tatsächlich gelänge, diese auch experimentell nachzuweisen, dann wäre Ihnen der Nobelpreis sicher. Schön, dich zu sehen. Pauli lebt da drin, aber gleichzeitig auch nicht. Ja, du beobachtest nur eine Möglichkeit, die andere gibt's aber auch. Jetzt ist er schon mal weg. Schrödingers Katze ist ja auch nur ein Gedankenexperiment. So, jetzt aber ab in den Wald, oder? Nick! Das ist nicht wahr. Nick! Hast du die Polizei gerufen? Die tun Nick noch was an. Nein. Man hat mich beauftragt, Ihnen eine Botschaft zu übermitteln. Nick, geht's dir gut? Einen einzigen Satz. Ich hab gedacht, dass Dinge gleichzeitig möglich und nicht möglich sind. Was passiert? Ich hab das absurde Gefühl, die ganze Situation selbst inszeniert zu haben. Sie haben doch was mit der Entführung meines Sohnes zu tun, oder? Stell dir vor, man könnte Botschaften in die Vergangenheit oder in die Zukunft schicken. Ob das was ändern würde? Ich habe jemanden umgebracht. Aber nicht in dieser Welt.